So, willkommen zu unserem Webinar heute zum Thema Audience Development. Wir warten noch eine Minute, weil sich gerade noch sehr viele einwählen. Also geht es ungefähr in ein, zwei Minuten direkt los. Bis gleich. Gut, starten wir. Nochmal herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit Audience Development, Abonnenten gewinnen und halten. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dann starten wir zusammen ins Thema. Dieses Zitat, ihr könnt es selber lesen, beschreibt wunderbar den Gedankenwechsel, der fürs Audience Development extrem wichtig ist. Früher ging es darum, Abos abzuschließen und dann hat man die Abonnenten fast vergessen. Sie waren treu, sie waren da und man hatte eigentlich nicht so eine direkte Verbindung zu den Abonnenten. Heute ist der Gedanke eher ein Club. Das heißt, heute muss man mindestens genauso viel Arbeit für die Konvertierung zum Abschluss hinstecken, als auch danach dem Abschluss genauso viel Arbeit, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, um ihn zu binden. Und deswegen ist dieses Zitat von Susie Redford von der Washington Post aus unserer Sicht super, wenn es ums Thema Audience Development geht. Kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Heck. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von SpryLab und es gibt seit 14 Jahren. Seitdem sind wir in der Verlagswelt unterwegs, haben da sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Bin selber aus der IT kommend, deswegen machen mir die Themen wie Audience Development auch immer besonders viel Spaß, weil da ja auch IT, spannende IT-Themen drin sind, viel künstliche Intelligenz, die man da nutzen kann, um es noch besser zu machen. Sitze gerade im Homeoffice hier. Ich hoffe, die Verbindung ist gut. Ich auch hier mit Frau und drei Kindern in Berlin bin. Zum Glück sind die Kinder heute in der Schule. Ich hoffe, dass Corona uns nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht und es auch so bleibt. Ein paar Hausregeln sozusagen. Also wir werden 45 Minuten uns das Thema Audience Development zusammen angucken. Und es wäre auch schön, wenn das kein Monolog nur von mir wird. Am Anfang ist es natürlich ein Monolog, weil Sie zu viele sind. Da können wir nicht gleich diskutieren. Aber benutzen Sie doch bitte den Chat, wenn Sie Fragen haben. Auch jederzeit schreiben Sie die Fragen in den Chat. Und wir werden versuchen, die dann am Ende so gut wie es geht zu beantworten. Sie bekommen natürlich auch eine Aufzeichnung des Webinars zugeschickt. Also können Sie sich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, aber bei Fragen bitte einfach den Chat nutzen. Wie ist unser heutiges Webinar gegliedert? Wir wollen uns erstmal kurz mit dem Thema Paid Content beschäftigen und auch mit dem Mobile First Ansatz. Beides kurz, das kennen Sie alles. Nur noch mal so, um es in das Gedächtnis zu rufen, ein paar interessante Statistiken, weil beides ist fürs Audience Development extrem wichtig. Und dann im Punkt 3 und 4 schauen wir uns dann das Audience Development im Detail an. Also was ist Audience Development und wie wird es aus unserer Sicht dank der Customer Journey am besten angewendet? Also starten wir rein. Paid Content. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen diese Auswertung, aber nochmal, um es auch wirklich jetzt hier zu zeigen, haben wir ein paar ja, Statistiken rausgesucht. Und da sieht man natürlich, dass Paid Content ein sehr erfolgreiches Modell geworden ist. Es ist durch Corona auch nochmal gepusht worden. Wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass es nicht nur für die Großen und auch für die Vorreiter ein erfolgreiches Modell ist, sondern auch, dass es bei regionalen, kleineren Titeln funktioniert. Und auch da immer mehr an Stellenwert gewinnt. Gleichzeitig sind die Werbeeinnahmen eingebrochen. Auch das wissen Sie alle. Also minus 21% im Durchschnitt in Deutschland. Und deswegen
sinkt auch die strategische Relevanz für Rubrikenerlöse und Advertising. Das heißt, zwei Standbeine, die in der Vergangenheit extrem wichtig waren, werden weniger wichtig und dadurch kommt natürlich nochmal mehr Relevanz zu den neueren Themen wie Paid Content. Das zeigt die nächste Grafik. Die gleiche Studie zeigt, dass die Einschätzung der Verlage, dass die Umsätze der digitalen Kanäle in 2021 weiter steigt. 16% sogar fürs E-Paper, aber wahnsinnige 47% fürs Paid-Content-Segment. Und die Einschätzung zeigt das auch, die Einschätzung der Verlage, die Paid-Content für strategisch relevant bis zu existenziell relevant halten, in 3 Jahren bei 85%. Warum Mobile First? Also bevor wir zum Kernthema Audience Development kommen, noch 2 Folien zum Mobile First Thema, weil aus unserer Sicht braucht ein gutes Audience Development auch einen guten Mobile First Ansatz. Ich denke, Sie wissen warum. Ein Grund natürlich, dass, wenn man auf die Device-Klassen guckt, 51% das Smartphone nutzen, um Online-Nachrichten abzurufen und bei den unter 45-Jährigen sogar über 60%. Also das sind ganz klare Zahlen, die gehen auch weiter hoch und im Alter hinten sagt das natürlich ein bisschen ab, das hat mit der Screengröße zu tun, aber das kennen Sie alle. Ein bisschen interessanter vielleicht noch diese Statistik, dass auch die Apps extrem wichtig sind, vor allem wenn man Nichtleser auch als Kunden gewinnen möchte. Nichtleser, ein bisschen sperrige Definition, das ist die Bevölkerung ab 14 Jahren, die in den letzten 14 Tagen keine Tageszeitung gelesen haben. Und die haben eine Umfrage gemacht, wie wollt ihr denn konsumieren, wie würdet ihr am liebsten konsumieren? Dann 53% dann mit Apps geantwortet, die mit aktuellen Nachrichten gefüllt sind. Danach kommt natürlich die Webseite und so weiter. Also auch nochmal ein wichtiger Punkt für den Hinterkopf. Aber lassen Sie uns reingehen ins eigentliche Thema. Audience Development und da auch nochmal eine Definition, die ist vielleicht ein bisschen älter, 2014 vom New York Times Innovation Report, fasst es aber ganz gut zusammen. The work can be broken down into steps like discovery, how we package and distribute our journalism, promotion, how we call attention to our journalism and connection, how we create a two-way relationship with readers and deepen their loyalty. Und gerade der letzte Teil ist was immer wichtiger wird, haben die 2014 schon sehr gut zusammengefasst, nämlich die Connection aufzubauen. Also nicht nur die Promotion und dann den Abschluss und einen Abonnent mehr und fertig, sondern man muss dann wirklich eine Beziehung aufbauen und diese Beziehung dann dazu führen lassen, dass eine Loyalität entsteht und nicht mehr so schnell gekündigt wird. Weil früher, vielleicht auch noch ein ganz guter Vergleich, hatte man einmal ein Print-Abo abgeschlossen und das war dann das heilige Print-Abo. Also meine Eltern auch noch haben ihr Leben lang dieselbe Tageszeitung abonniert, haben die auch immer noch. Aber heutzutage im digitalen Bereich ist das viel volatiler geworden und dem kann man nur entgegenwirken, wenn man eine Two-Way-Relationship, also wirklich eine Beziehung aufbaut. Und das sind natürlich zu viele, um jetzt mit jedem persönlich in Kontakt zu treten, aber da kann Technik helfen. Da wollen wir uns mal jetzt anschauen, wie. Schon gesagt, wir müssen Kunden eigentlich als Mitglieder betrachten und deswegen auch nicht nur den ersten Bereich von der Customer Journey, wie es ganz oft bisher getan wurde. Das heißt, den ersten Funnel, die Acquisition, als Sales Funnel zu betrachten und wenn man dann am Convert anbekommen ist und der kauft wirklich ein Abo als Erfolg abzubuchen. Das heißt, man zählt auch im besten Fall gar nicht mehr unbedingt die Abonnentenzahlen, sondern besser die Customer Lifetime Value, weil diese die Retention mit einbezieht. Das heißt, wie lange bleibt denn ein Abonnent oder ein Kunde Mitglied in Ihrem Club, wenn wir es so mal nennen wollen, und wie viel wert ist denn ein Kunde? Und natürlich, wenn Sie Abonnenten lange halten, dann geht auch die Customer Lifetime Value hoch und genau das ist ein Punkt, auf den schon sehr, sehr viele Systeme optimieren, also auch im SaaS-Bereich, im E-Commerce-Bereich und so weiter. Da sind schon die Customer Lifetime Value eigentlich einer der wichtigsten KPIs und immer mehr und mehr wird diese KPI auch bei Verlagen genutzt, die wir betreuen und das ist eine sehr spannende Entwicklung.
Das ist das Bowtie-Model, was Sie jetzt hier sehen, das Bild, was auch von Wall Street Model, Wall Street Journal gezeigt wurde. Und das deckt eigentlich diese Denke perfekt ab, weil es einfach beide Seiten gleichwertig aufzeigt, also die Acquisition und die Retention. Schauen wir kurz in die Phasen rein und gucken uns dann an, was wir in den einzelnen Phasen eigentlich tun wollen. Viele Phasen gehen wir ein bisschen technischer an, weil was Sie in Sachen von gutem Content, SEO und so weiter machen, da sind Sie Profis. Aber wir wollen so ein paar spezielle Akzente setzen, wo wir vielleicht ein bisschen zusammen jetzt reinschauen können. Also einmal, was wir merken, was immer mehr genutzt wird, im Webbereich schon sehr stark, im App-Bereich auch immer mehr über Kampagnen, ist natürlich Deep Linking. Das heißt, Sie spielen personalisierte Kampagnen aus. Personalisiert heißt natürlich auf Segmente personalisiert. Das heißt, Sie segmentieren Ihre Kundengruppen und spielen dann den Segmenten die passende Werbung beispielsweise aus. Und dann leiten Sie je nach personalisierte Werbung an die richtige Stelle Ihres Angebots. Das kann dann in der App direkt eine Angebotsseite sein, das kann im Web natürlich die spezielle Landingpage dafür sein oder der Content, der da ist. Und das heißt, die Home von einer App, wenn wir jetzt mal kurz die App betrachten, weil das eigentlich das kompliziertere Beispiel ist, die Home einer App wird ein bisschen in den Hintergrund gestellt, weil die Leute gleich in die richtigen Teile gelenkt werden. Das macht man im Web schon länger. In der App sieht das Ganze dann so aus, da ist es komplizierter, weil die App teilweise nach der Kampagne und ich klicke erstmal installiert werden muss und dann darf man aber die Kampagne und das User-Segment nicht verlieren. Und da gibt es aber auch schon länger Techniken, die das sehr, sehr gut abbilden. Das heißt, das Deferred Deep Linking, Sie schauen eine Werbeanzeige an, die auf Ihr Segment personalisiert ist, klicken drauf, wollen die App haben, bekommen die aus dem App Store und sind dann trotzdem direkt in der Kampagne drin, die Sie zur Installation der App verführt hat, möchte man fast sagen, und können dann dort in der App in die Hand genommen werden, im Onboarding, in das Angebot und so weiter. Wenn die App natürlich schon installiert ist, ist das Ganze viel einfacher, dann können Sie direkt an dieselbe, an die richtige Stelle springen, wie Sie es im Web oder in anderen Kanälen auch tun können. Wenn wir uns den Conversion-Punkt anschauen, dann ist eine wichtige Frage immer, auf welche von den ganzen Leads, also Leads sind dann Besucher auf Ihrer App, Website oder anderen Kanälen Ihres Angebots, auf welche Leads konzentrieren Sie sich eigentlich? Wo stecken Sie den meisten Hirnschmalz rein für die Kampagnen, für die Personalisierung und so weiter? Weil Kampagnen, selbst wenn man die Segmente wählt, sind ja immer Aufwand, Arbeit, man muss sie nachjustieren, man muss überlegen, wie kann man sie optimieren. Das heißt, auch Kampagnen im Audience Development sind ja nicht einmal fertig für ein Segment und dann ist es das, sondern werden ständig nachjustiert. Und da ist es genau wie eigentlich in jedem Sales-Prozess entscheidend, dass man weiß, auf welche Segmente konzentriert man sich denn. Und da haben die Kollegen von Schickler eine super Studie gemacht, die wir gleich hier aufgenommen haben. Und zwar haben die sich angeschaut, wie die Media Time, also Minuten pro Woche, in Abhängigkeit stehen zu der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Besucher in den nächsten 6 Monaten konvertiert. Und jetzt kommt eine ziemlich heftige Zahl. Man hat nämlich gesehen, dass so ungefähr 95% in den Non-Engaged Flybys und so weiter sind, 95% von den Usern. Und da macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, sich mit denen groß zu beschäftigen, weil die konvertieren eh nicht. Ja, und man sollte sich eher auf die 5% der Besucher konzentrieren, die in den Segmenten liegen mit mehr Media-Time. Ja, natürlich die Champions, die sehr viel Media-Time auf dem Angebot verbringen. Das ist klar, aber natürlich auch die Segmente noch davor. Und die Kampagnen auf diese abstimmen und sich auf diese konzentrieren, schauen, welche Angebote passen für die, wie kriege ich die immer wieder rein, weil da wirklich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass ich diese zu Abonnenten oder dann auch Mitgliedern machen und an mich binden kann. Man muss denen natürlich unterschiedliche Angebote machen. Also da ist es ganz klar, dass es nicht so ist, dass ein Angebot
dann alle erschlagen kann. Das ist auch heutzutage ganz normal. Es gibt viele von unseren Verlagskunden, die haben über 100 verschiedene Offer-Pages, finden dann die Segmente, in die der Besucher passt, vollautomatisch. Und dann wird natürlich genau die Offer-Page ausgespielt zu dem Zeitpunkt, wo das System denkt, oder im besten Fall auch eine KI denkt, dass der User jetzt bereit ist zu konvertieren, bereit ist zu kaufen und ihm dann das ideale Angebot dafür zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist alles viel Arbeit, diese Kampagnen gut zu betreuen. Es lohnt sich aber und es lohnt sich vor allem dann, wenn man sich auf die Segmente konzentriert, die natürlich eine Wahrscheinlichkeit haben, dass man auch eine Chance hat, sie zu Kunden zu machen. Man hat mittlerweile einen großen Werkzeugkasten dafür. Man kann verschiedenste Offer-Pages auch noch mit verschiedensten Angebotsstrukturen versehen. Also solche Themen wie ein Probeabo, möglichst billig, 99 Cent für 2 Monate, danach geht erst der reguläre Preis los oder ein ganzes Jahr, danach geht der reguläre Preis los. Oder man hat einen kleinen Einstiegspreis und Gimmick. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Methoden. Im Web kann man eh sich sehr viel ausdenken und auch ausprobieren, was am besten funktioniert. Zum Glück geht das mittlerweile auch in den App Stores. Das heißt, auch in den App Stores gibt es exakt diese Möglichkeiten, dass man neben den Offer Pages auch noch mit den Pricing-Modellen sehr viel spielt und dann schaut, welche Pricing-Modelle und Offer Pages für welches Segment am besten funktionieren. Wie funktioniert das vielleicht technisch einmal ein bisschen weiter reingegangen? Wir nehmen wieder oder eine App als Beispiel hier von Immediate, einem Kunden von uns in England, die sehr viel im Audience Development tun. Und da ist es so, dass man natürlich Nutzeraktionen und so weiter genauso wie im Web auch trägt. Es gibt eine Thematik, die es ein bisschen komplexer macht, und das sind die App Stores, einmal beim Installieren oder auch beim Kündigen. Da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Also was tut man, wenn es in Richtung Churn geht, also Kündigungsrisiko da ist oder so, oder die Kündigung schon getätigt wurde. Das sehen wir uns gleich an. Aber hier erstmal, wie kriege ich den Kunden gebunden oder wie kriege ich ihn konvertiert? Wir sind ja gerade im Konvertierungsschritt. Und natürlich geben die Verhaltensweisen des Kunden Ausdruck darüber, in welches Segment er dann reinfällt und dann welches Angebot diesem Segment gemacht wird. Und da kann man dann Probeabonnenten, Erstabonnenten und so weiter alles mit unterschiedlichsten Methodiken dann auch weiter binden, indem man sagt, okay, das ist ein Segment, der muss danach noch gut bespielt werden, weil der sonst das Probeabo eh kündigt. Ja? Also der braucht dann Newsletter, der muss nochmal ein Sonderangebot kriegen, der muss ein paar Push-Messages kriegen, wenn wir in der App sind. Weil das ein Segment ist, was sonst sehr gefährdet ist, dass der nur das Probeabo nimmt und danach wieder kündigt. Und diese Segmente werden zum Glück mittlerweile vollautomatisch natürlich durch KI eingeteilt. Aber was die KI nicht kann und wozu es menschliches Nachdenken braucht, ist, was tue ich denn mit diesen Segmenten? Also was tue ich mit dem Segment, um das Beispiel wieder aufzugreifen, Probeabo, aber hohe Gefahr, dass nach der Probezeit direkt gekündigt wird. Und da kann man sich dann Mechanismen ausdenken, dass man denen wirklich in dieser Zeit nochmal besondere Anreize setzt, dass sie dann da bleiben. Und diese Anreize kann man auch aus den Daten sehen, nämlich welche hat man aus diesem Segment denn geschafft zu halten und was hat die angesprochen? Und dann kann man wieder das Ganze auf die anderen auch zu mitteilen. Dahinter stecken oft so Algorithmen wie Collaborative Filtering. Sagt wahrscheinlich einigen was, komme ich auch gleich nochmal dazu, aber ist im Grunde der Algorithmus, den Amazon und Netflix und so weiter so mächtig macht, dass geguckt wird, in welchem Segment bin ich, was wollen die anderen in dem Segment, worauf sprechen die an und genau das kriege ich dann auch angeboten. Beispiele, das ist jetzt eine andere App, auch von Immediate, Match of the Day. In den ersten beiden Screens sehen Sie einfach was, wo dann so ein Probeabo angeboten wird in 2 verschiedenen Varianten und die halt getriggert wurden aufgrund von bestimmten User Behavior und dann praktisch als Pop-up da reinkommen. Und das zweite Thema, die nächsten 2 Screens, ist ein typisches Upselling, weil auch darum geht es natürlich. Also
wenn ich mir das Ganze als Club vorstelle und nicht nur als der Abonnent ist da und fertig, sondern mir den zweiten Funnel aufteile, dann ist natürlich auch Upselling ein großer Teil. Ne? Man sagt ja, in anderen Sales-Bereichen, so im B2B-Bereich, sagt man, dass es 7-mal einfacher ist, aus einem existierenden Kunden noch mal Aufträge zu gewinnen, als Neukunden zu akquirieren. Und auch bei den Verlagen lohnt es sich extrem, über Upselling nachzudenken. Und ich meine jetzt nicht gleich den Sprung ins Affiliate und andere Apps und so weiter, sondern hier mal ein Beispiel, was aus meiner Sicht sehr smart ist, die einfach gesagt haben, wenn ich mir ein Abo kaufe bei Match of the Day, dann gilt das erstmal nur für die aktuelle Ausgabe und alle zukünftigen Ausgaben in meiner Abolaufzeit. Ich bekomme dann aber, wenn ich in dieses Segment passe, dass ich Fußballfan bin und vielleicht das spannend finde, also das ist auch segmentbasiert, bekomme ich ein Angebot, was Complete Your Collection heißt. Das heißt, dann wird mir angeboten, schalt doch alle unsere Back-Issues frei. Und in dem Beispiel, ich kann es hier kaum erkennen, sind es, glaube ich, 364 Back-Issues. Und natürlich bezahlst du dafür jetzt nicht 900 irgendwas Euro, sondern wir machen dir einen super Deal. 94% sparst du und du kannst die ganzen Back-Issues nur für 47,99 € kaufen. Und das ist dann ein Upselling, was bei dem Segment Fußballfan eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, zu funktionieren und dann auch nochmal Umsatz bringt. Im Engagement-Sektor, also wenn wir von Convert kommen, vielleicht bleiben wir ganz kurz noch auf der Grafik. Convert, also jetzt verschiedene personalisierte Offer-Pages in der Hinterhand, die Kampagnen in der Hinterhand, so dass dem Besucher dann wirklich zu der richtigen Zeit die richtige Offer-Page angezeigt wird. Vielleicht sogar mit einem dynamischen Preis, so dass man weiß, okay, es ist die Offer-Page, wir haben die Preise dynamisch angepasst und dann habe ich den hoffentlich als neuen Kunden gewinnen können. Das nächste, was jetzt wir hier nicht ausführen, was aber in diesem Bowtie-Model extrem wichtig ist und aus unserer Sicht auch extrem wichtig ist, ist das Welcome-Package. Ja, also nicht nur ein plumpen, so funktioniert die App oder schön, dass du da bist auf der Webseite und jetzt komm allein klar, sondern man nimmt den an der Hand, wenn man weiß, er ist ein Fußballfan, vielleicht sagt man ihm auch, guck mal, wir haben hier einen super Newsletter für dich, noch zusätzliche Angebote, wo du informiert wirst über die Themen, die dich interessieren, kannst die noch ein bisschen personalisieren. Also den schon im ersten Schritt, wenn er gekauft hat, weil da hat er ja eine extrem hohe Affinität jetzt zu interagieren, sonst hätte er nicht gekauft, sehr stark an die Hand nehmen und nicht nur sagen, so funktioniert, sondern ihm gleich Mehrwerte schaffen. Ja, also ihm gleich nicht, und mit Mehrwerte schaffen meine ich jetzt nicht im ersten Sinn gleich ein Upselling unter die Nase zu reiben, das wäre an der Stelle komplett falsch, das macht man später, aber an der Stelle eine tiefere Verbindung schon zu schaffen und ihm zu zeigen, okay, was hast du denn für Mehrwerte und toll, habe ich ja gar nicht gedacht, dass ich das auch noch kriege, dass das auch noch funktioniert, dass ich hier einen personalisierten Newsletter kriege, dass ich vielleicht neben der Webseite, wo ich gerade gekauft habe, jetzt auch auf die App zugreifen kann. Also ihm wirklich das Universum zeigen, was man für ihn vorbereitet hat. Im Engage-Fall, wenn wir zum nächsten Schritt kommen, da wissen Sie eh, was Sie schon alles machen. Also Sie haben die Communities, Sie haben die Kommentare, Sie haben irgendwelche Quiz-Abfragen, Sie haben Newsletter und so weiter und so fort. Was das aber vereint oder diese Themen vereint, ist, dass die personalisiert deutlich besser funktionieren. Also ein personalisierter Newsletter funktioniert deutlich besser. Ich habe auch zum Beispiel keine Lust, ein Quiz von einem Thema unter die Nase gehalten zu kommen, was mich überhaupt nicht interessiert. Das klicke ich nur weg, stört mich. Und man kann diese Personalisierung also durch die ganze Kette ziehen. Das ist nicht nur Attract-Kampagne und dann Convert, sondern auch im Engage ist die Personalisierung extrem wichtig. Und da kommt das schon angesprochene Collaborative Filtering wieder zum Spiel. Das heißt, vielleicht da noch zwei Sätze zu. Es werden Segmente gebildet. Also am anschaulichsten ist es immer bei Amazon, was andere gekauft haben. Das ist genau der Filter, der dahinter steckt. Der zeigt nämlich nicht jedem das Gleiche an. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein paar Schuhe kaufe, dann wird mir nicht angezeigt, was andere gekauft haben, die diese Schuhe auch gekauft haben, über alle Nutzer hinweg, sondern ich bin vorher in ein Segment gefallen und in diesem Segment, was dann möglichst klein gemacht wird,
anhand von möglichen KPIs wird gekauft. Was haben denn die Leute genau in diesem Segment noch gekauft, was ich noch nicht habe? Und das wird mir angezeigt. Und genauso funktioniert das auch mit Artikeln. Das heißt, wenn ich Recommendation Engines habe, dann ist das oft der mächtigste Algorithmus. Einfache Algorithmen schauen einfach, was ist das für ein Thema und was habe ich für ähnliche Themen noch bei mir in der Datenbank. Das kann man machen. An manchen Stellen funktioniert das auch gut. Meist, wenn man genug Traffic hat, um Segmente bilden zu können, sticht dieser Collaborative Filtering Algorithmus aber einfachere Algorithmen aus. Und dann kann man, das ist jetzt eher ein schematisches Bild, natürlich so ein einfaches wie auch Outbrain oder Tabula, das aber intern machen. Die Verlage haben ja mittlerweile alle die Möglichkeiten, auch mit Software wie von Purple oder auch anderen eigene Datenanalysen zu machen, eigene Topic Models aufzubauen und so weiter und darauf auf ihren eigenen Daten vielleicht auch über Marken hinweg, also auch bei Immediate spielen wir praktisch über Marken hinweg, dass wir praktisch schauen, was interessiert dich, was vielleicht auch in anderen Marken drinsteckt von dem Verlag, um ihn dann auch an andere Marken ranzuführen. Und das kann man natürlich mit dem Collaborative Filtering aus unserer Sicht am besten tun, aber teilweise gibt es auch interessante Aspekte für, dass man doch auf die Themen des Artikels geht oder auf die Nutzerhistorie geht und so weiter und so fort. Das Thema automatische Verlinkung, was wir hier angeschrieben haben, ist eher im Backend zu sehen, hat aber auch einen großen, großen Einfluss auf das Engagement, was wir sehen. Also, was wir da tun, ist, wir bieten der Redaktion eine Möglichkeit an, Artikel vollautomatisch miteinander verlinken. Das heißt, wir finden die richtigen Phrasen im geschriebenen Artikel und finden dann die richtigen Zielartikel in der Datenbank des Verlags und verlinken die automatisch. Und gute Verlinkungen können natürlich das Engagement steigern. Ich bleibe drin, ich werde da durchgeführt. Nur heutzutage ist es ja so, dass es manuell nicht funktioniert. Manuell schaffe ich es vielleicht, diesen Artikel gerade mal meinetwegen auch gut zu verlinken, aber dann wird dieser Artikel älter und älter und ich schaffe es ja nie wieder, diesen Artikel anzufassen und die Links zu bearbeiten. Das wäre einfach ein viel zu großer manueller Aufwand. Und was wir jetzt tun mit Verlagen, wie zum Beispiel auch der Welt, ist es, dass wir die AI nutzen, die dann diese Links automatisch generiert und anhand von bestimmten KPIs auch optimiert. Und der Trick daran ist, dass man natürlich auch ganz alte Artikel, die vor 3 Jahren Evergreens, die aber immer wieder von den Besuchern auch angeschaut werden, dann neu verlinken können mit neueren Artikeln und dann auch sozusagen Engagement steigern, aber auch vor der Conversion-Schiene schon helfen können damit, weil wir zum Beispiel auch dann Funnel bauen können, die dann möglichst gut konvertieren in Paid-Abos. Also ein sehr spannendes Feld. Wenn wir uns Retain noch anschauen, also wie bekomme ich die Leute immer wieder in meine Angebote rein, die Kunden immer wieder, wie kriege ich diese Bindung gefestigt, dann möchte ich dieses Bild nochmal bemühen. Und zwar kann man natürlich nicht nur Segmente bilden mit Leads, also was biete ich am besten an, wann ziehe ich die Offerpage, sondern ich kann dann auch Segmente aus meinen Kunden bilden, um einmal zu fragen, okay, in welchem Segment kann ich wann welche Upsellings anbieten, wie zum Beispiel das Complete Your Collection, aber auch natürlich andersrum Segmente zu bilden und zu schauen, okay, welche Segmente sind denn am meisten davon gefährdet, dass vielleicht bald die Mitgliedschaft oder das Abonnement gekündigt wird. Und dann kann man sich überlegen, wenn man diese Segmente so gebildet hat, was kann ich denn tun, damit dieses Risiko runtergeht? Und da auch wieder von Schickler sehr spannend, die konnten dann nicht nur zeigen, dass höhere Media-Time auch ein höheres Conversion oder eine höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit bedeutet, sondern die konnten auch zeigen, dass wenn ich es schaffe, die Media Time von Kunden, also Abonnenten, die ich schon habe, um 10 Minuten erhöhe pro Woche, dann halbiert sich die Gefahr, dass dieser Kunde kündigt. Und wenn ich jetzt eine KI nutze, um diese Segmente zu identifizieren und sage, okay, da ist das Risiko und vielleicht auch erstmal gar nicht so fancy rangehe, sondern einfach mal die Media Time betrachte und bei denen ist das Risiko, dann kann ich die natürlich bespielen. Dann kann ich über solche Tools wie Airship meinetwegen
für die Apps, wenn die Kunden dann Apps nutzen, Kampagnen bauen, um ihnen dann nochmal interessante Themen zu bieten, um sie wieder in die App reinzulocken, um wieder die Media Time nach oben zu ziehen. Ich kann, wenn ich merke, der hat früher die App genutzt, macht die aber auch gar nicht mehr auf, dann nehme ich vielleicht andere Kanäle. Dann habe ich im Idealfall ja den sich registrieren lassen. Das heißt, ich habe seine E-Mail, ich habe seine Kontaktdaten und nutze dann mein CRM-System, um den zu bespielen und nochmal ein Newsletter zu geben oder nochmal auf ein Offering hinzuweisen, sodass ich dann sehe, dass ich die Media Time wieder nach oben bekomme und er aus dieser Gefahr, aus dem Gefahrensegment, der kündigt, herauskommt. Wenn ich das nicht schaffe und die Kündigung stattfindet, und deswegen haben wir hier wieder das App-Beispiel und nicht Web-Beispiel, habe ich im App-Thema mittlerweile auch die Möglichkeit, das war früher schwieriger, aber mittlerweile auch die Möglichkeit, genauso gut drauf zu reagieren, wie wenn jemand im Web kündigt. Und zwar ist es dann so, dass eine Kündigung ausgesprochen wird und die App Stores, davon kriegt man ja erstmal nichts mit. Man kann ja bei iOS, Sie kennen das, einfach dann reingehen in iTunes und die Subscriptions kündigen. Wir müssen die App gar nicht öffnen. Und dann schickt aber der App Store mittlerweile eine Server-to-Server-Communication an unser Backend. Und dann können wir in dem Backend darauf wieder reagieren. Das heißt, wir können uns schauen, okay, der hat gekündigt. In welchem Segment ist der? Und wie ist die beste Kampagne, um den jetzt wieder zu reaktivieren? Also um ihn vielleicht doch noch zurückzugewinnen. Und da hilft dann manchmal Airship nichts mehr, weil Airship dann eher auf die App gemünzt ist. Das heißt, wenn der die App dann schon deinstalliert hat, was gut sein kann, dann kann ich dem natürlich jetzt keine schöne Push-Message mehr schicken und da eine Kampagne. Es funktioniert trotzdem oft, wenn man schnell ist, und das ist ja alles Realtime, dass das noch ein sehr, sehr guter Weg ist. Aber auch da kommt dann wieder der Weg über Mail-Campaigning oder vielleicht auch über die Webseite, wenn der sich doch noch einloggt, dass man ihm dann sagt, Stefan, wir wollen dich nicht verlieren. Schade, dass du gekündigt wirst. Hier gibt's nochmal, gekündigt hast. Hier gibt's nochmal ein Angebot, 20% off und vielleicht noch die Sondergeschichte, um dann mich wieder reinzuholen. Im Web haben wir dann ganz oft auch noch andere Systeme eingebunden. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, eher den App-Weg abgebildet, aber dann kommen dann auch Systeme wie HubSpot zum Tragen, was ja eher aus dem E-Commerce-Bereich kommt. Und das eh ein sehr spannendes Thema ist, dass diese ganze E-Commerce-Praktiken gerade überall hinschwappen. Und das lohnt sich übrigens schon für sehr kleine regionale Verlage. Also wir haben zwei kleine regionale Verlage in der Schweiz, die jetzt mit HubSpot arbeiten, wo wir dann alle Daten an HubSpot geben. HubSpot das Lead-Nurturing macht, wie man so sagt. Und damit dann sehr, sehr erfolgreich wirklich auch mehr Abonnenten generieren. Und dann so eine Themen auch ausnutzen, dass man dann Newsletter schickt und diese Newsletter haben dann Links, die Leute auch hinter die Paywall gucken lassen. Also dann habe ich beispielsweise einen Fußballverrückten und der darf dann über den Newsletter, das über ein System wie HubSpot gesendet wurde, vielleicht auch auf 2, 3 eigentliche Paid-Artikel zugreifen, sodass er weiß, okay, was kriege ich denn da für coolen Content und habe dann die Möglichkeit, den besser zu konvertieren. Genau, so zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz ein Blick auf das Bowtie-Model, was wir jetzt einmal mehr oder weniger durchleuchtet haben. Also wir kommen in der Acquisition-Phase, der übliche Sales-Funnel, und haben uns dann auch über die Retention, Engage und Retain gerade unterhalten. Und ich hoffe, dass das ein bisschen einen Überblick gegeben hat. Uns ist völlig klar, dass es jetzt nicht absolut in die Tiefe geht. Wenn Sie daran Lust haben, dann es ist, glaube ich, spannend, wenn wir uns auch gezielt nochmal darüber unterhalten, um auch Beispiele zu geben, wie es bei anderen Verlagen funktioniert. Aber der Überblick hat hoffentlich die ersten Fragen und Möglichkeiten gut dargestellt. Und jetzt habe ich fast wieder ein bisschen überzogen. Das passiert mir immer. Ich soll immer nur so bis halb reden, wird mir gesagt, sodass noch genug Zeit für Fragen ist. Aber dann nutzen wir jetzt so die letzten 5 bis 10 Minuten noch gerne für Ihre Fragen. Wie gesagt, in dem Chatfenster einfach die Fragen reinschreiben, die Sie vielleicht haben. Und dann können wir die gerne beantworten.
Gut, die erste Frage kam gleich zu HubSpot. Was machen wir mit HubSpot? Ich hatte es versucht auszuführen. HubSpot kommt aus dem E-Commerce-Bereich sehr stark. Ist ein Marketing-Automation-Tool. Mit denen haben wir auch gar nichts zu tun, haben wir nur angebunden. Und da geht es wirklich vom Lead-Nurturing. Also dann werden Besucher versucht, erstmal zu segmentieren. Genau diese Themen machen die, dass man dann Newsletter hinschicken kann, denen besondere Angebote machen kann und so weiter. Und HubSpot, die nächste oder die in derselben Frage. Nein, HubSpot nutzen wir nicht für die Apps. HubSpot nutzen wir im Webbereich. Wir haben ja eine Multi-Channel-Plattform. Das heißt, wir decken alle digitalen Kanäle ab und wollen natürlich das Thema Audience Development über alle digitalen Kanäle ziehen und nicht nur in der App oder nicht nur im Web machen und dann in allen Kanälen die besten Tools mit anbinden, die es da gibt. Weitere Fragen? Paywall, Dynamic Pricing. Ja, das ist ein gutes Thema. Da vielleicht noch zu, wir selber bieten keine Paywall, da wir binden immer Paywalls, wie zum Beispiel auch von SellerOne ein in Deutschland, die auch Partner von uns sind. Und dann gibt es immer die spannenden Themen, wann triggert denn die Paywall? Da ist SellerOne auch sehr, sehr stark. Wir können da auch Faktoren mitgeben und SellerOne hat dann die Möglichkeit, diese Segmentierung online, was heißt online, sondern in Realtime zu machen und dann wirklich die besten Offer-Pages auszuspielen. Welche Faktoren kennzeichnen werden in die Cluster-Analyse mit einbezogen? Das ist ein Thema, das schauen wir uns immer speziell an. Also es ist natürlich sowas wie Mediatime und so weiter und so fort, aber wir schauen mal an, was gibt es denn im Verlag? Manche Verlage haben auch schon Themen wie ein Scoring von Artikeln und manche haben sehr detaillierte Analytics-Zahlen. Also wir nehmen eigentlich fast alles, was da ist und bauen auch noch aus und spielen dann mit den Gewichtungen im nächsten Schritt. Und diese Mediatime, die Schickler ja als Kennzahl nach oben gebracht hat, da werfen wir auch ein sehr starkes Augenmerk drauf, weil die auch sehr gut vergleichbar ist, weil bei den etwas technischeren Kennzahlen sprechen auch Verlage oft aneinander vorbei. Da muss man dann sich meist erstmal über die Definition austauschen. Nächste Frage: Wie muss man sich die technische Integration in etwa vorstellen? Welcher Aufwand, welche Systeme müssen angebunden werden? Dazu kann ich hier nochmal dieses Bild kurz bemühen vielleicht. Also ob da jetzt App, Webseite oder komplett digitale Kanäle. Es ist so, dass man natürlich einmal ein Tracking-System braucht, in dem alle Nutzeraktionen getrackt werden. Im besten Fall hat man auch schon ein bisschen AI, was so das Topic-Model aufbaut, dass man weiß, worüber schreibt die Marke, wie schreibt die Marke. Das sind alles Daten, die man braucht, um dann schöne Use Cases zu machen. Das reicht dann, um auch mit Purple DS ACM, das ist unser AI-Tool, auch die Kampagnen auszuspielen. Und wir haben selber kein Kampagnentool, sondern da nutzen wir dann sowas wie Airship, Google Firebase und wie sie alle heißen, die dann wirklich für die Kampagnenausspielung da sind. Nächste Frage. Sind noch eine kleine und wachsende Online-Publikation. CMS ist aktuell noch WordPress. Welches skalierbare CMS kann im nächsten Schritt für uns Sinn machen, um auch hier das Vorgestellte gut umsetzen zu können? Also wir machen das auch mit WordPress. Man darf sich WordPress immer nicht so vorstellen wie das Tool, was sich jemand einfach unterm Tisch installiert, sondern WordPress kann sehr hoch skalierbar eingesetzt werden. Das machen wir auch bei Purple DS und ist dann ein sehr schönes System, weil ein sehr guter Editorial Workflows angebunden werden können. Und wir haben da Systeme drauf laufen, die weit über 100 Millionen Page Impressions im Monat haben. Und dann können genau diese Tools alle auch mit WordPress verbunden werden. Das ist überhaupt kein Problem. Gut. Ich warte noch eine Sekunde. Ich glaube, jetzt habe ich hier die meisten Fragen alle hoffentlich zumindest beantwortet. Wenn es noch Fragen gibt, gerne hier noch
stellen. Ansonsten kann ich Ihnen auch hier nochmal die Kontaktdaten zeigen, dass Sie natürlich jederzeit mit uns später in Kontakt treten können, wenn sich zu dem Thema noch Fragen ergeben oder Sie auch tiefer einsteigen wollen, weil wir haben jetzt eher die Oberfläche gekratzt und wenn wir dann eine Session machen wollen, die ein bisschen tiefer geht, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Vielen Dank für das Teilnehmen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es waren ein paar neue Sachen für Sie dabei und gerne versenden wir dann die Aufnahme im Abschluss. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.